Pasta mit Venusmuscheln. Es ist schon ein etwas aufwendigeres Rezept, was aber weniger an den Zutaten, sondern eher an dem Zustand liegt, mit drei Töpfen gleichzeitig zu hantieren. Aber urteilt selbst. Hier kommt mein Familienrezept. Für 2 bis 3 Portionen brauche ich 1 Kilogramm frische Venusmuscheln, 1 Bund Petersilie, eine mittelgroße Zwiebel, ca. 150 ml trockenen Weißwein, 70 ml Olivenöl, einen halben Teelöffel Salz und etwas frisch gemahlenen Pfeffer, 2 Knoblauchzehen und natürlich Pasta, 350 bis 500 Gramm sollten reichen. Als erstes säubere ich die Muscheln. Dazu gehört es, jede Muschel in die Hand zu nehmen und auf Folgendes zu kontrollieren. Erstens, ob die Schalen der Muscheln vollständig intakt sind. Ist sie gerissen, gebrochen oder anderweitig beschädigt, sortiert sie vorsichtshalber aus. Zweitens, ob die Muscheln geschlossen sind. Ist die Muschel auch nur leicht geöffnet, besteht der Verdacht, dass sie bereits das Zeitliche gesegnet hat. Würde sie noch leben, würde sie sich wieder schließen, sobald man mit dem Finger dagegen klopft. Hier bleibt sie offen, das bedeutet aussortieren. Drittens, ob die Muscheln Verschmutzung aufweisen. In diesem Fall mit einer Bürste abbürsten oder die Verunreinigung und Kalkablagerung vorsichtig mit einem Messer abkratzen. All das passiert unter fließendem Wasser. Die Zwiebel schneide ich in kleine Würfel. Der Knoblauch und die Petersilie werden fein gehackt. Die Pasta koche ich als erstes. Parallel dazu brate ich in etwa 50 ml Olivenöl die Zwiebeln, den Knoblauch und die Petersilie an. Die Zutaten sollen keine Farbe nehmen, also die Temperatur nicht zu hoch drehen. In einem anderen Topf erhitze ich das restliche Olivenöl und gebe die gesäuberten Muscheln dazu. Gut umrühren. Nach 2 Minuten lösche ich die Muscheln mit dem Weißwein ab und lege den Deckel auf den Topf. Nach ca. 5 Minuten gieße ich die Muscheln über ein engmaschiges Sieb in eine Schüssel ab. Den Muschelsud gieße ich zu den Zwiebeln. Würze ihn mit Salz und Pfeffer und lasse ihn weiter köcheln. Das Muschelfleisch hole ich aus den Muschelschalen und gebe sie mit in den Sud. Muscheln, die jetzt noch geschlossen sind, müssen unbedingt aussortiert und weggeschmissen werden.
Sobald die Pasta fertig ist, gebe ich sie direkt aus dem Wasser zu der Muschelsoße. Mische sie etwas miteinander und gebe sie dann auf einen Teller. Wer daran denkt, noch Parmesan darüber zu streuen, dem kann ich sagen, lass es. Sie sind so absolut perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr unseren Kanal gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Das Abo ist kostenlos. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook oder Instagram folgen. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung oder in der Kanalinfo. Vielen Dank für euer Reinschauen und hoffentlich bis bald.